Was geht, Freunde der Außenwelten, recht herzlich willkommen, wir switchen rüber und let's rock. Ich bring dich wieder ins Bett. Okay. Also, wo war nochmal euer Zimmer? Stopp, Papa! Das ist das Zimmer von Alexander, den Großen. Oh, 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 Alter! Das ist ja... Sicher, dass es nicht Zombies sind? Baby Alexander ist von dem Licht aufgewacht. Ich weiß noch was anderes, sogar von einem Baby umgebracht worden, geil! Was George früher zum Schlafen gebracht hat. Oh, ja! Oh, oh. Gut, das klappt aber wirklich. Ein Spielzeugpferd. Und ich... Oh, es wacht danach nicht wieder auf. Nenne es Glitzerfuß. Mhm. Hattehü. Glitzerfuß. Hattehü. Glitzerfuß. Hattehü. Nein, Glitzerfuß. Hattehü. Glitzerfuß. Hattehü. Glitzerfuß. Hattehü. Wenn sich zwei streiten, freut sich der Dritte. Lass Schorsch zuerst damit spielen. Er ist der Jüngste. Hattehü. Hattehü. Jetzt ist Pepper dran. Das war aber lange. Wutz. Opa Wutz! Hallo, meine Kleinen! Alles Gute! Das ist ein Erwachsenengeschenk! Happy birthday to you. Ah, super! Die haben es ungetrimmt verpackt! So geil! Happy birthday to nope! You. Oh! Ich werde Polly retten! Komm her, Polly! Magst du eine Tasse Tee? Komm her, Polly. Peppa, Schorsch und Opa Wutz. Man könnte jetzt spekulieren. War das Vogelkacke oder hat er den in der Fresse gewichst? Ich möchte gerne meine Illusion behalten, dass es das zweite war. Sind sehr beschäftigt. Sie graben. Wie kommt ihr mit dem Teich voran? Diese Minecraft-Soundeffekte. Oh. Ich habe auch einen Schatz gefunden. Das ist ein normaler Gartenzwerg. Er ist ganz ohne Wert. Opa Wutz mag keine Gartenzwerge. Okay. Jetzt hat's Oma Wutz auch immer zurückgegeben, Alter. Bestimmt wird das ständige hässliche Oma Wutz. Super, ich scheiß mich ein. Opa, glaubst du wirklich, dass komm, wir einen vergrabenen Schatz gefunden haben? Ich bin mir nicht sicher. Aber das wissen die Experten. Es ist, oder es sieht aus wie ein Stück Scheiße. Das war klar. Papa, welches Gemüse hast du gemalt? Meinen Papa. Das ist ein sehr gutes Gemüse, ja. Schön fleischhaltig. Ach, herrje. Zum Glück habe ich noch eine Dose Öl als Reserve dabei. Sehr gut, Papa Wutz. Gut beobachtet, Frau Locke. Das Wohnmobil hat seinen Motor hinten. Das ist ein Wohnmobil. Ein bisschen viele Fenster eingemauerte. Nun ist aber auch gut. Wie viel passt Sie so ein klein Ihr Ding? Ziel erreicht. Hurra! Schlafenszeit. Das ist so dumm. Schlafen wir denn? Mama Wutz und ich schlafen hier auf diesem Bett. What the fuck? Oh, jetzt erklärt den Kindern mal, wofür die Handschellen sind. Und ihr zwei schlaft dort oben. Aber da oben ist doch gar nichts. Ja, deswegen. Ihr zwei schlaft dort oben. Ja, gut, ich würde es nicht anders machen. Die Handschellen sagen ja schon alles. Die können auch noch da oben durchs Fenster gucken. Mit Sternenhimmel. Wer hat nicht gerne Regen bei Sternenhimmel? Mal einen Regen, die Sterne betrachten, das kann nicht jeder. Der Grill von Papa Wutz steht in Flammen. Ist es nicht normal bei einem Grill, dass er erst brennt und dann glüht? Feuer! Feuer! Festhalten! Wie auch immer der das hingekriegt hat, genial! So kann er wenigstens immer da hochrutschen und braucht nicht hoch den Treppen hochrollen. Wir suchen hier nach einem Freund für Goldi den Fisch. Oh, was ist in diesem Becken? Ich glaube, da ist gar nichts. Hässliche Oma Wutz. Was ist denn jetzt los?
Der hat doch schon einen auf die Fresse gekriegt. Jetzt sagt er es nicht, Oma, die arme Oma, die arme, arme Oma. Du bist wieder einen aufs Maul gekriegt ins Loch fällt. Gut, der hätte einen aufs Maul gekriegt, hat das Gartenzwerg abgekriegt. Aber trotzdem, wann kommt sowas? Oh. Alter, wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Like da, wenn ihr nicht getan abonniert. In diesem Sinne verabschiede ich mich und bin damit raus.